Ein Hallo an alle Zuhörer, hier ist wieder euer Callcenter Crusher. In diesem Video versucht die Firma Red Finance mich zu betrügen und ist selber nicht einmal in der Lage, mir eine E-Mail zu senden. Mit dabei ist auch der Kollege Swiss Callcenter Spaß, der kurz meinen Sohn spielt. Los geht es wie immer nach dem Intro, also viel Spaß dabei. Hallo? Hallo. Hallo. Herr Rüdiger. Ja, wer ist da? Schönen guten Tag, Herr Rüdiger. Ich bin Nico Götzsche von Red Finance Capital. Ich rufe Sie bezüglich für Ihre Registration in Bitcoin 360. Ja, aber Rüdiger ist mein Vorname. Wir sind ja Paul noch nicht. Rüdiger. Ja, mein Nachname bitte. Zugschmiedenmeier. Ja, richtig. So können Sie mich nennen. Ja. Herr Zugschmidt-Meyer, ich bin Nico Götzsche von Red Finance Capital. Ich rufe Sie bezüglich für Ihre Registration in Bitcoin 360. Sie haben sich erfolgreich registriert, ich gratuliere Ihnen, und ein Handelskonto erstellt. Sie ist leider noch nicht aktiviert. Ich bin Ihr Kontoberater, ich werde Sie gerne dabei helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Herr Zugschmidt-Meyer. Ja, gut. Und wie geht's weiter? Okay. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ich stehe gerne zur Verfügung. Wenn Sie keine Fragen haben, können wir anfangen mit der Aktivierung. Ja, natürlich habe ich Fragen. Zum Beispiel. Ich höre Sie gerne zu. Ja, wie funktioniert denn das Ganze nun bei Ihnen? Also, es funktioniert so. Sie erstellen ein Handelskonto und wir aktivieren es zusammen. Nachdem Sie Ihr Handelskonto aktiviert haben, kriegen Sie einen eigenen Finanzberater und wir haben auch noch ein robotisches System. Ein robotisches System? Was ist denn ein robotisches System? Ein automatisiertes System. Mhm. Aber für einen Anfänger, wenn Sie keine Erfahrung haben noch im Online-Handeln, würde ich Sie empfehlen, mit Finanzberater zusammenzuarbeiten, weil Sie haben auch noch kostenlose Schulungen in ihre passenden Zeitpunkt in der Woche zweimal. Die Schulung dauert 2 Wochen, also damit Sie sich ein bisschen auskennen. Und Sie kriegen noch von meiner Seite 85 € Bonusgeld, damit Sie die erste Woche nur mit dem Bonusgeld versuchen zu handeln. Und falls Sie merken, wenn es doch nicht Ihrer ist, ne, woran ich sehr schwer glaube, weil es ist... Sie glauben schwer, dass es doch nicht meiner ist. Verstehe ich nicht so richtig. Also somit meine ich, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist und viel interessanter ist, mit Online-Handeln zu tun haben. Wenn Sie noch keine Erfahrung haben, kriegen Sie auch noch Schulungen von unserem Unternehmen und Sie werden auch mit Ihrem eigenen Finanzberater arbeiten. Der wird für Sie immer da sein und falls Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwas, also unser Unternehmen steht neben unseren Kunden 24 Stunden lang. Ah, ja, also gut. Sie werden nie in unserer Plattform allein sein, bis Sie Erfahrung gesammelt haben und Sie von Ihr Seite alles schon machen können. Ah ja, gut, okay. Das ist ja erstmal sinnvoll. So, und wie funktioniert denn das Ganze nun? Die ganze mit den Funktionen, mit dem Online-Handeln, das werden Sie schon mit Ihrem Finanzberater bereden, alles. Also es gibt Währungen, die wählen Sie selber, in welche Währungen Sie investieren möchten, nachdem Sie mit Ihrem Finanzberater mit alles beredet haben. Und dann entscheiden Sie selber, in welche Währungen Sie investieren möchten. Gut, okay, dann geben Sie mir doch mal den Finanzberater. Den Finanzberater kriegen Sie, nachdem Sie ein aktuelles, aktiviertes Handelskonto bei uns haben, wenn Sie schon unser Kunde sind. Wie? Ich kann den Finanzberater erst sprechen, nachdem ich eingezahlt habe. Also die Einzahlung machen Sie auf Ihre eigene Handelskonto, wo Sie nur Zugriff haben. Das ist Ihre eigene Wallet. Die Einzahlung, das zahlen Sie nicht an uns ein, sondern die Zahlung ist für Sie, damit Sie ein aktiviertes Handelskonto haben. Und der Mindestbetrag ist 250 €. Und die 250 €
hat niemand Zugriff außer Sie. Also das ist Ihre eigene Wallet, so wie sonstige, so wie PayPal und andere Zahlungsmethoden. Hm. Welche Währungen kann ich denn noch handeln? Welche Kryptowährungen? Kann ich nur Bitcoin also oder kann ich noch was anderes? Nee, es gibt über hunderte Währungen. Das wählen Sie selber nach. Aber es gibt bestimmte Währungen, wo Sie mit Ihrem Finanzberater den Rest bereden können. Also ja. Wo Sie auch gutes Profit machen können, ne? Ja, gut, aber ich meine, ich möchte ja schon gern vorher wissen, mit was ich handeln kann. Ich würde ja auch nicht einzahlen. Wissen Sie, wenn Sie ein Auto kaufen wollen, Sie machen ja auch erst eine Probefahrt, bevor Sie das Auto kaufen. Oder sehen, machen Sie, ja, genauso. Und von daher sehe ich nicht an, dass ich vorher... Lass mich doch mal ausreden. Dankeschön. Ja, tut mir leid. Okay. Ja. Ich höre Sie zu. Ja. Sie würden ja auch nicht irgendwie erst einzahlen, um dann zu feststellen, oh, Sie können, ich kann gar nicht mit den Kryptos handeln, mit denen ich handeln möchte. Ja, ich verstehe Sie. Also, Sie können in jede Kryptowährung, die Sie kennen, also mit Litecoin, mit Bitcoin, in Ölstoff können Sie auch investieren. In Ölstoff? Also, was ist Rohstoff, denn Ölstoff? Ja. Ach, Rohstoff. Also ja. Nicht nur Bitcoin, okay. Nee, nicht nur Bitcoin, mit USD und Euro. Ja gut, weil das ist ja die Frage. Sie sagten, das würde auf mein eigenes Wallet gehen. Wenn ich zum Beispiel mit Rohstoffen handeln will, dann brauche ich doch gar kein Wallet. Dann zahle ich mit Euro ein gut ist es. Nein, dafür brauchen Sie ein Handelskonto. Ja damit gut, Sie aber handeln können. Sie sagten doch, ich brauche ein Wallet. Und ein Wallet ist doch, glaube ich, ein Krypto-Portemonnaie sozusagen. Nee, ein Wallet, Ihre Handelskonto können Sie auch benutzen wie ein Wallet. Das meinte ich. Das ist so wie ein Wallet. Ja, das haben Sie aber nicht gesagt. Sie haben gesagt, ich brauche ein Wallet. So haben Sie es gesagt. Deswegen frage ich ja nach. Okay, tut mir leid. Vielleicht habe ich es anders gesagt. Aber den... Gut, okay. Ich meinte das mit Handelskonto, ne? Also Sie... Na gut, okay. Sie aktivieren ein Handelskonto, womit Sie anfangen mit Handeln. Also okay. Das ist genauso wie Ihr Wallet, meinte ich damit, also dass Sie nur Zugriff haben auf Ihr Handelskonto. Wegen dieser Einzahlung, was Sie meinten. Die okay. Einzahlung machen Sie auf Ihr eigenes Handelskonto. Okay. Und wie kann ich alles einzahlen? Auf welche Möglichkeiten? Also, es kommt darauf an, was für eine Zahlungsmethode Sie benutzen. Ja, das frage ich ja gerade, welche Möglichkeiten Sie bieten. Ja. Also, wir haben Möglichkeiten mit Visa-Karte, mit Mastercard, mit Girokarte, mit SEPA-Überweisung. Es kommt darauf an, was unsere Kunden möchten. Ich würde es per Überweisung machen. Per SEPA-Überweisung möchten Sie das machen? Genau, richtig. Wo bekomme Kein ich dann Problem. Die, wo bekomme ich dann die Daten für die Überweisung her? Die Daten werden Sie von mir kriegen. Ich muss nur wissen, ob diese E-Mail t.r.zuckschmidtmeier@gmail.com. Richtig. Das ist Ihre E-Mail-Adresse. Das ist meine E-Mail-Adresse, genau. Ja. In 5 Minuten kann ich gerne ein IBAN schicken. Sie können die Überweisung betätigen und danach mir den Beleg, was Sie vom Bank kriegen, wieder per E-Mail zurückschicken, damit ich es auch von meiner Seite bestätigen kann. Wozu brauchen Sie einen Beleg? Sie sehen doch, wenn das Geld auf meinem Konto ist. Sie sehen das, ja, Sie haben recht, aber ja. Durch unseren Datenschutz brauchen wir auch den Beleg. Nee, für den Datenschutz brauchen sind Sie keinen Unternehmensrechte, Beleg. Das weiß ich nicht. Sie bitte? Sie brauchen für. Sie sehen doch, was für ein Geld, mein Geld auf Ihrem auf dem Konto dann. Wozu brauchen Sie dann einen Beleg? Das verstehe ich nicht. Das hat ja nichts mit Datenschutz zu tun.
Wenn ich Ihnen Geld überweise, also dann sehen Sie, von wem das Geld kommt. Mit dem SEPA-Überweisung brauchen wir den Beleg, dass Sie es getätigt haben. Das hatte ich doch gerade gesagt. Sie sehen das doch, wenn es auf Ihrem Konto ist. Das geht nicht auf unser Konto, sondern das geht auf Ihren Handelskonto. Ja, aber mit SEPA-Überweisung, Herr Zuschmeckfeier. So, also. Mit SEPA-Überweisung brauchen wir auch einen Beleg, dass Sie den Betrag erfolgreich eingezahlt haben. Darf ich jetzt mal sagen, ich überweise das doch nicht auf mein Konto. Ich überweise es doch auf Ihr Konto. Auf Ihr Konto bei Ihrer Plattform. Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden. Können Sie mich einmal ausreden lassen? Ja, natürlich. Ich überweise das doch nicht auf mein Konto, sondern auf mein Handelskonto. Und auf Ihr und mein Handelskonto liegt auf Ihrer Bank. Richtig? Ihr Handelskonto liegt nicht auf unserer Bank, sondern wir geben Ihnen ein IBAN. Wenn Sie den Betrag schon gesendet, also erfolgreich eingezahlt haben, um zu wissen, dass Sie es waren, also brauchen wir auch einen Beleg als Hinweis, dass das Geld erfolgreich gesendet wurde. Und auf welcher Bank landet mein Geld denn dann, wenn es nicht auf Ihrem Konto ist, auf Ihrer Bank? Das kommt auf unser IBAN. Ja, deswegen frage ich doch, auf welche Bank weist denn Ihre IBAN dann hin? Auf die Bänke, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt verschiedene Bänke, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum Beispiel mit Sparkasse und mit Raiffeisenbank arbeiten wir ohne Steuern. Unsere Kunden bezahlen keine zusätzliche Steuern. Na, das hat doch mit Steuern nichts zu tun. Steuern treten doch erst dann... Sie fragen, das geht auf Ihrem Bank. Auf unserer Bank geht das nicht. Das kommt auf unseren IBAN und... Ja, das war doch die Frage. Bei welcher Bank ist denn die IBAN? Bei welcher Bank liegt das denn? Das konnten Sie mir bis jetzt ja noch nicht sagen. Ja, auf welche Bank möchten Sie? Wir sind noch nicht darauf hingekommen, auf welche Bank Sie besser ist. Arbeiten Bank, Sie mit Sparkasse zum Beispiel? Auf der Bank, auf der das Konto bei Ihrer Firma liegt. Okay, wir arbeiten mit verschiedenen Bänken. Mit Sparkasse, mit Raiffeisen, mit Commerzbank. Also auf ein deutsches Konto. Was ist für Sie lieber? Oder spielt das keine Rolle für Sie? Also auf ein deutsches Konto. Auf ein deutsches Konto. Ja gut, dann schicken Sie mir doch erstmal die Bankdaten, damit ich die schon mal sehe. Ja. Dann warten wir jetzt mal drauf, dass Sie mir die Bankdaten schicken. Ist ja kein Problem. Ich habe ja Zugriff auf mein E-Mail-Postfach. Perfekt. Dann prüfen Sie bitte nach 10 Minuten Ihre E-Mail-Adresse. Na, so lange braucht das ja nicht, eine E-Mail zu schicken. Bleiben Sie ruhig dran. Ich habe ja bestimmt noch einige Fragen. Sagen Sie mal einfach, wenn Sie die E-Mail geschickt haben. Dann würde ich Sie bitten, 2-3 Minuten am Apparat zu bleiben, ja? Natürlich. Mache ich gerne. Okay. Und wenn Sie nebenbei Fragen haben, können Sie auch Ihre Fragen stellen. Ja, natürlich, sehr schön. Aber erstmal möchte ich ja gern die Bankdaten haben, damit ich weiß, mit welcher Bank ich... Welche Firma sind Sie denn überhaupt? Wir sind von Red Finance Capital. Wie nennt sich das? Red Finance Capital. Das werde ich auch in per E-Mail schicken. Gut, das dauert ja jetzt eine Weile. Dann können Sie es mir doch einfach mal buchstabieren. R-E-D. Ja. Finance. F-I-A-N-A-N-C-E. Ja.
Kapital. Capital. Ja, und weiter? Das reicht schon. Können Sie draufklicken, dann werden Sie schon sehen. Nee, ich brauche doch eine Endung. .com, .io, .de. .com. Also, das haben Sie ja nicht gesagt. Das hatten Sie ja nicht gesagt. Na gut, dann kann ich da ja mal nachgucken. Okay. Sehr schön. Und jetzt haben Sie die E-Mail schon geschickt, oder? Nee, noch nicht. Wenn ich schicke, dann gebe ich Ihnen Bescheid. Ja, dann schicken Sie einfach mal. Papa, bist du bald fertig? Ja, dauert noch einen Augenblick. Lass mich mal einen Augenblick in Ruhe. Ich telefoniere gerade. Ich muss auch Pipi machen. Dann geh zu Mama. Geh zu Mama. Ja. Also, Papa, die Mama ist aber doch beim Onkel Bernie. Ja, dann geh selber Pipi machen. Ich kann gerade nicht. So. Ich habe gerade mal versucht. Also, irgendwie haben sie mir scheinbar ihre Domain falsch buchstabiert. Sind sie noch da? Ja. Soll ich noch mal buchstabieren? Ja, das wäre schön. R-A-D. Ja. F-I-N-A-N. Ja. T-E. Ja. Punkt. Aha, den Punkt hatten Sie nicht gesagt. Oh. Und dann kapital.com. .com, ja. Okay, gut. Das hilft mir weiter, aber vorher war da ja nichts zu finden. Ich habe unserer Seite Sie auf Ihren E-Mail-Adresse schon geschickt. Können Sie draufklicken und gucken? Ja, gucke ich mal. Ist nicht die IBAN-Stelle, ja, für Sie? Noch ist nichts da. Drücken Sie mal 2 Minuten wieder. Noch ist nichts da, wie gesagt. Also von meiner Seite zeigt es, dass es erfolgreich gesendet wurde. Ja, dann sendet es sehr langsam. Also ich habe es noch nicht. Und prüfen Sie mal wieder in 1 Minute, vielleicht kommt das dann. Ja, ich prüfe dauerhaft. Ja. So langsam ist normalerweise keine E-Mail. Von wo aus rufen Sie denn an? Aus Berlin. Aus Berlin. Naja, in Deutschland dauert eine E-Mail nicht so lange. Das geht ja in Sekundenbruchteilen. Ja, dafür kann ich doch nicht, wenn vielleicht Internetverbindung zu schlecht ist. Dafür kann ich nicht. Also bei mir zeigt es, dass es angekommen ist. Ich werde Ihnen nochmal kurz jetzt Hallo schreiben. Ja, na gut, gucken, wenn die erste noch nicht angekommen ist, dann wird die zweite auch nicht ankommen. Naja, als zweites E-Mail zu schicken kann ich leider nicht. Ja, die erste, wenn Sie meine E-Mail-Adresse eingegeben haben, dann sollte es auch ankommen. Es ist sehr laut bei Ihnen. Können Sie das ein bisschen leiser machen? Hören Sie mich? Ja. So, ist immer noch keine E-Mail da. Immer noch keine E-Mail da? Nee.
Haben Sie die E-Mail-Adresse kopiert oder haben Sie die eingetippt? Ja. Nee, kopiert. Ja, ich habe sie richtig angegeben bei Anmeldung. Ja, ich weiß nicht, woran das dann bei Ihnen liegt. Andere E-Mails erhalte ich ja. Ist ja kein Problem. Kann ich nicht sagen. Also schon komisch. Okay. Dann können Sie mir noch was anderes sagen. Also, seit wann besteht Ihre Firma denn am Markt? Ist sie erfahren, die Ihre Firma, oder? Tja, und da hat die Firma Red Finance plötzlich aufgelegt. Wahrscheinlich habe ich denen zu viele Fragen gestellt. Naja, man kennt es ja nicht anders. Alles klar, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.